Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Höffi Show. Sie wissen, Montag ist Montag. Natürlich haben wir auch heute wieder ein großartiges Produkt für Sie. Und gerade für diejenigen, die zu Hause nicht so viel Platz haben, dürfte das sehr spannend sein. Und ich stelle dieses tolle Möbelstück heute vor mit der Fiona. Hallo Fiona. Hallo Claudia. Was kannst du uns denn über Elde sagen? Das ist Schreibtisch Elde. Er kostet 199 Euro. Man kann ihn als Arbeitsplatz benutzen, als Esstisch. Man kann ihn zum Basteln benutzen, für Kinder beispielsweise. Die Tischplatte ist um 360 Grad ausfahrbar und wieder einfahrbar, sodass man am Tag beispielsweise einen coolen Sitzplatz hat und abends beispielsweise es wieder zurückklappt und dann einen Sideboard hat. Das hört sich super spannend an. Ich kann mir vorstellen, dass ja, wenn man zu Hause nicht allzu viel Platz hat, dass dieses Möbelstück wahrscheinlich für Sie unglaublich spannend sein muss. Fiona, du hast wahrscheinlich Erfahrungen. In welche Räume wird Elde eingesetzt oder was sagen deine Kunden? Ja, gerade jetzt in der heutigen Zeit werden die Wohnungen ja auch immer ein bisschen kleiner, ne? Und man muss ja auch ein bisschen platzsparender denken. Deshalb ist es gerade auch vielleicht für Leute, die jetzt ihre erste eigene Wohnung einrichten, eine Einzimmerwohnung beispielsweise haben, kann man dieses Möbelstück super kombinieren. Ja? Tagsüber, wie ich dir schon gesagt hatte, Tischplatte raus, man kann dran arbeiten und abends beispielsweise dann wieder zusammenklappt, man hat ein Sideboard. Man hat auch super coole Stauraumflächen hier. Ja, zeig mal. Genau, wir haben hier vier Schubläden, ja. Push to open, wir drücken einfach dagegen und die Schublade öffnet sich von selber. Und dann einfach wieder gegendrücken, damit sie geschlossen bleibt. Genau das gleiche wie bei der Tür hier. Und hier haben wir dann noch zwei offene Fächer, was ich ziemlich cool finde, damit das Ganze vielleicht auch ein bisschen lockerer einfach wirkt, ne, und nicht ganz so kompakt. Und wie ich dir ja schon gesagt hatte, die Tischplatte ist um 360 Grad dreh- und wendbar. Das finde ich unglaublich spannend. Also gerade, wenn man nicht viel Platz hat und ich arbeite viel von zu Hause, habe kein eigenes Büro, ich muss viel Texte lernen und so hat man seinen eigenen Arbeitsbereich, seinen eigenen Schreibtisch und ich kann Ihnen sagen, man hat so viel Platz. Hier passt ein Computer hin oder ein Laptop hin. Hier kann man Bücher noch ablegen oder Stifte und Zettel, da drüben ist auch noch Platz. Also es ist wirklich groß und ausreichend zum Arbeiten. Und jetzt kommt ja der Clou, mit ganz wenigen Handgriffen oder mit so einem ganz kleinen Push kann man jetzt die Tischplatte nach vorne schieben. So, ich räume mal hinterher. Ja, und jetzt könnten wir uns hier gemütlich zum Kaffee treffen, wir könnten Pläuschen halten, ich könnte jemanden einladen oder einfach nach draußen schauen oder wie auch immer. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier ein bisschen Deko aufgebaut und wenn die jetzt nicht stehen würde, könnten wir die Tischplatte ganz einfach einklappen und somit haben wir ein Sideboard und unglaublich viel Platz zu Hause. Sie haben jetzt einen kleinen Moment Zeit, sich Elde noch genauer anzuschauen. Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir haben etwas Platz gemacht auf der unteren Fläche, haben die Deko hier so ein bisschen aufgeteilt, damit Sie sehen können, wie das Sideboard eingeklappt aussieht. Fiona, vielleicht kannst du noch mal den letzten Rest umschieben. So, und wie Sie sehen, es passt alles perfekt und wir haben ein Sideboard platzsparend und wenn Sie es wieder brauchen, einfach nach außen schieben. Wie gesagt, 360 Grad, ich könnte also hinten weiterdrehen. Genau, richtig. Also wirklich ein unglaublich flexibles Möbelstück, sehr clever, einsetzbar in kleinen Räumen. Fiona, vielleicht kannst du noch was zu den Maßen sagen. Die Maße sind super, Claudia. Wir haben eine Breite von 1,08 Meter, ja, was nicht zu lang ist, aber auch nicht zu kurz. Wir haben eine Höhe von 77, das ist eine ganz normale Standardhöhe für Schreibtische. Was ich ganz toll finde, ist, dass die Tiefe 42 beträgt, weil es ist auch wieder super platzsparend, ja. Ich kann es dir gerne noch mal zeigen. Ja, komm, lass uns mal aufschieben. Genau. Perfekt. So, den Stuhl ein Stückchen nach hinten und schon haben wir wieder eine Arbeitsfläche, einen Schreibtisch, was man immer machen möchte. Also, liebe Zuschauer, hier ein wirklich großartiges Produkt, wenn Sie zu Hause nicht so viel Platz haben. Und wenn Sie ein Möbelstück suchen, das vielfältig ist, dann ist Elde wirklich eine richtig gute Wahl. Sie können Elde selbstverständlich bei uns im Möbelhaus Höffner kaufen oder Sie schauen einfach im Internet nach oder rufen unsere Hotline an. Fiona hat ganz viele Beispiele gesagt, wo man Elde aufstellen kann. Es ist außerdem, glaube ich, auch recht einfach zu reinigen, richtig? Richtig, einfach mit einem feuchten Lappen, am besten aber mit einem Baumwolltuch, weil Mikrofaser zerkratzt, Lack. Deshalb einfach feuchtem Tuch. Ja, ja, danke für den guten Tipp. Und zum Preis von 199 Euro können Sie definitiv nichts falsch machen.
Ja, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, Fiona, du bist in Schöneberg, ne? Ich bin in Berlin-Schöneberg, richtig. Da können Sie sich sehr gerne beraten lassen. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Kommen Sie nächste Woche wieder vorbei, denn Montag ist Montag. Wir haben tolle Produkte für Sie zu Knallerpreisen. Und ich freue mich sehr, wenn Sie wieder dabei sind. Also machen Sie es gut, bis bald. Tschüss.